Sie direkt Polen angreifen will oder so. In der Mittelraum kann ich nicht verhandeln. Das ist Unsinnspiel. So, ich ziehe schon mal meine Truppen zurück. Nee, nicht durch den Rebellenstick. Der möchte schön gesund bleiben. Bitte bleiben Sie gesund. Also zur Not, ich hätte in Danzig die Truppen stehen, um Gotland zu erobern. Soll ich mal separat fliegen mit Polen schließen? Ja, weißt du was, das mache ich jetzt einfach mal. Das ist Polen. Hast du dir Provinzen ordentlich kassiert? Ja. Ja, maximal 99 und doch noch minimal viel Geld. Na gut, aber hat sich ja gelohnt, ne? Wenigstens 1, 2, 3, 4. Und oh hast Gott. Dein. Ja. Und hast dein Marienburg wieder. Ja, endlich. Es war Tuchel, das mir gehört hat. Marienburg wollte ich. So, also, Gotland hat 21 Schiffe. Weißer Frieden ist nicht drin. Aber wenn du die Schiffe versenkst, geht's vielleicht. Warte mal, ich muss erstmal reparieren bei dir da. Erstmal alles im Arsch, ne? Die lange Fahrt dahin hat man ja ein bisschen. So, Marienburg ist jetzt allerdings unbedeutend. Hast du auch noch Schiffe? Ja, 9. Ja, stell die mal bei mir rein da. Also in meinen Stack rein da. Ist auch ein Flaggschiff dabei, ich glaube. Warum ist mein Monument so in Berlin eigentlich kaputt gegangen? Kann man das raiden? Also ich habe 15 Transportschiffe. Ich kann Alliierte dürfen an Bord lassen machen. Ich habe 25 Stack hier, also wenn du die in die östliche Ostsee stellst, dann... Ja, warte, es repariert so jetzt. Fahr mal mit. Oh, Moment, ich muss hier kurz meine Truppen... So, ich mache Verbündete an Bord lassen an. Also die haben 7000 Truppen bei sich auf der Insel. So, Weißer Frieden wollen die nicht. Ich will die eigentlich gar nicht erobern, weil das Bündnis zwischen denen und Polen finde ich eigentlich ganz geil. Ja, hallo? Ach, du musst. Sind nur 15 Schiffe, also können nur 15 Truppen. Ja. Maximal. Hallo, neue Einheit erstellen. Brauche ich ihn? Nein, das brauche ich nicht. Das kriege ich in die zweite Ladung. Gut. Passt schon. Schön, ich habe jetzt ganz viele Ansprüche auf Österreich. Das wird richtig gut kommen. Und ich habe immer noch die Kernprovinz in Polen. Ah, ich habe schon wieder nicht auf mein Spionagenetzwerk geachtet. Aber Livländische Orden. Spionagenetzwerk aufbauen. Ich will hier eigentlich gar nicht. Weißer Frieden würde mir ausreichen. Oh, du kriegst sogar Geld dadurch von mir. Hafengebühren. Echt? Ist das nicht umsonst? Oh, finde ich gut. Nee. Steht bei mir nicht mal dabei, aber okay. Hat doch Handelsabgaben plus 1,9. Handelsabgaben richtig und wichtig. Oh, Österreich hat auch Schiffe gesendet jetzt dahin. Ja, oh, die senden auch Truppen. Österreich macht auch eine Landung. Ah, warte mal kurz. Nein, egal. Ach, Idiot, hat vergessen, denen noch das Geld abzunehmen. Ja, egal. Kannst du mal im Hafen anlegen? Habe ich meine Truppen wieder bekommen? Ja, ich glaube, auf die 9 können wir verzichten. Oder? Bei 9, ne? So, ich fahre mal wieder zurück in meine Küste da. Weil sind ja auch Handelsschiffe dabei. Und? So, erstmal die Armee haben wir vergrößern, ne? Wie gewonnen, Zeit die Armee zu vergrößern. Ah, Kulm. Spionagenetzwerk aufbauen, damit ich den deutschen Orden endlich mal schlucken kann. Ne? Das Problem ist, dass Marienburg jetzt halt nur noch so eine Ruine ist und sie erstmal neu aufbauen müsste. Komischerweise muss ich das auch mit dem Brandenburger Tor. Kann man das irgendwie, wenn man hart plündert oder so, das zerstören? Weil ich bin sicher, das war mal Stufe 1. Ich glaube ja. Oh, da stehen noch 30. Da stehen immer noch die Rebellen, also in Krakau. Finde ich gut.
Und in Warschau, das finde ich richtig gut. Ja, ja. Können die sich erstmal nicht so richtig aufrüsten. Ja, das will die KI wahrscheinlich nicht wirklich stoppen, aber... Ich bin keine Großmacht, also weil ich das Ding noch nicht gefördert habe. Was kostet denn das Ding? 1797, ja, was man noch nicht fördert. Bei Händel plus 1 auch geil wäre. Die Koalition gegen mich hat sie auch komplett aufgelöst. Sehr schön. So. 1618, also in 5 Jahren können wir Gotland wieder angreifen. Ich würde gerne Flotte bis dahin aufstellen, aber... wieso ist Rügen jetzt Teil von Schweden? Was zum Fick ist denn hier passiert? Ach, das ist doch diese Schwedisch-Pommern-Mission. Ja, guck mal da. Ja. Die haben übelst Ansprüche auf dich. Ja, wir eigenen einzelner Verbündete, den sie wirklich haben, ist Polen. Und ja, Schottland, aber Schottland guckt nicht rüber. Ja, und Polen kann erstmal keinen Krieg erklären. Hey, oder Peter, mitmachen. Hast du ja Lust, Schweden anzugreifen? Also wenn Spanien und Österreich mitmachen würden, würde das eigentlich machen. Österreich würde mitmachen. Warte mal, wo ist denn Friesland? Warte mal, ist Schweden nicht protestantisch? Kann ich nicht einen Religionskrieg erklären? Geht das jetzt überhaupt noch? Wo zum Fick ist Friesland? Ich find's mal wieder nicht. Ach, da ganz drüben, ja. Also wenn ich Schweden den Krieg erkläre, würde Österreich, Portugal und Spanien mitmachen. Hm, ich bin interessant, ne? Ja. Und Polen ist ein X. Ja, aktuell. Das wird sich aber bald wieder ändern. Das Problem ist, ich muss halt erstmal warten, bis das wieder drin ist und meine Rekruten. Und wir haben halt auch keine Flotte. Das ist das Problem, glaube ich. Wobei, Portugal. Aber Spanien und Portugal haben eine Riesenflotte mit ihren Kolonialnationen. Das könnte hinhauen. Rügen müsste ja immer. Friesland kannst du nicht angreifen, oder? Friesland? Ja, weil. Da wären nur Schweden und Kleve dabei. Nee, da würden aber die Großmächte nicht mitmachen. Interessiert die nicht so wirklich. Schweden, kommt da Österreich? Nee, Österreich kommt nicht mit, weil das Reich. Nee, nee, Geschmack. Nee, aber wenn ich die angreife, dann macht Preußen, also du würdest mitmachen, Österreich, Portugal und Spanien. Polen ist, würde, hätte keinen Bock. Wegen, weil die Polen ist bankrott. Oh, finde ich gut. Ja, die haben ja auch jetzt hier nochmal Bauernprobleme. Ja, also die würden nirgendwo jetzt mitmachen, weil sie bankrott sind. Ja, die haben ja nur so knapp 70.000 Rebellen hier, wie ich sehe, rumstehen. Ja, und wir haben die ja ganze Zeit geplündert, weil überall die Truppen standen von uns. Also ich hätte noch 55.000 Rekrutenreserve. Ja, ich habe jetzt zwar keine Rekrutenreserve, aber Spanien und Österreich und Portugal machen ja mit. Also die würden das schon alleine regeln mit dir. Hoffe ich doch. Aber finde ich eine gute Idee eigentlich so. Ich meine, lass mal. Ich höre gleich mal auf zu drillen nach dem Jahr und dann. Lass mal Schweden kaputt schlagen, vielleicht sind wir ja schnell genug. Irgendwie witzig, ich kann als Papst die ganze Zeit übelst die Weltkriege auslösen, wa? Deswegen mochte den Papst auch niemand. So, ich stelle schon mal Truppen auf. Oh, da steht gleich ein 13.000er Stack. Wer kommt alles mit? Friesland kommt noch mit, ne? Ja, und Schottland, aber Schottland ist eh Rille. Ja, Schottland wird es, glaube ich, nicht schaffen, oder rechtzeitig. Wo ist mein anderes Stack? Ach, da. Ich habe einen Stack verlegt. Boah, ey, Spanien und Portugal, die haben schon wieder ein Kolonialreich, ey. Die haben sie doch immer. Aber England auch schon, wa? Also. Sicher, dass es England ist und nicht Schottland? Ja, guck mal, 13 ja. Kolonien. Aber Kolonien, Neufundland. Aber Neufundland ist nicht so groß, das wirkt nur wegen. Aber 13 Kolonien, die sind schon mächtig, also. Ich habe noch nie, glaube ich, die USA gesehen, von der KI gegründet. Aber wenn die weiter so wachsen, die 13 Kolonien, England wird die nicht lange loyal halten können. Ja, ist auch nur noch schwer, da haben sie nicht so viel Bonus, ne? Ja. So. Den Stack lasse ich mal starr stehen, weil zu langsam können sie auch ganz schnell von da rechts kommen. Versorgungslimit 49, ja, lass mal da hinstellen. Das Schiff stelle ich mal. Stelle ich mal nach Städtchen. So, Moral ist de facto voll.
Also wegen was? Schweden, Schottland und Friesland. Ja. Also ich ja, könnte dann, ne? Gut, gucken wir mal. Krieg erklären gegen Schweden, Österreich, Spanien und Preußen. Also bei Rekrutenreserve, also bei Truppenwert ist 345.000 gegen 1.464.000 bei Rekrutenreserve. Ja, ist irrelevant. Und bei Truppen wäre das 120, 170 gegen 700.000. Ja, dann. So, ich zerschlage jetzt mal 15.000, das Deck. So, kann ich schon auf Friesland marschieren? Ja, ich kann schon auf Friesland marschieren. Ja. Achso, das ist Nassau. Nassau ist gerade von Rügen runter marschiert. Ey, das Spiel will mich treuen, ne? Ich verliere 1 Stabilität durch die Kriegserklärung und die Einheit des Glaubens. Plus 1 Stabilität. Was? Wieso war das denn jetzt bitte kein Stack? War ein bisschen verarschen. Ja, klar. So, ich erobere erstmal Friesland, was wieder entkommen ist. Und Spanien hat auch schon. Achso, die haben wir da. Ja. Dinge sind angekommen. Was? So, Spanien ist schon mit seinen ersten Schiffen da oben. Das ist gut, ich brauchte nämlich gleich mal Seezugang. Ah, wir müssen noch die dänischen Bauern durch, ne? Aber ich schick mal auch meine Schiffe hoch da. Ich hab ja bei dir Anlegerrecht. Wenn du es nicht aufgekündigt hast? Nee. Na gut. Sollten wir eigentlich immer weiterlaufen lassen. Ja. Aus keinerlei monetären Gründen, ne? Delfino, möchtest du auch Anlegerrechte? Bringt Geld. Ja, ich weiß nicht, man kann das leider irgendwie der KI nicht so wirklich anbieten. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe gar keine Schiffe. Ja, aber für den Fall, ich könnte ja eins verkaufen. Du hast keine Schiffe? Warte mal, jetzt müsste man Delfino mal den Krieg erklären. Was würde passieren gegen Spanien? Spanien belagert 200 Jahre. Also die Küsten. Ja, 1800. Kannst dir wieder keine Provinzen nehmen, oder? Oh, Spanien fängt an, die ersten Flotten da anzugreifen von Schweden. Ja gut, ich würde nämlich gerne mal nach Finne. Egal, Rügen so. Wird schon mal besetzt. Ich glaube, dass Spanien gewinnt das, oder? Sieht gut aus. Ich bin auch schon unterwegs. Diese Übersicht von der Flotte ist nicht so gut, wie ich finde, wie bei der Armee, aber... Ja doch, das gewinnen die. Die haben die besseren Hand. Neun Schiffe nachschieben, aber ich guck mal kurz da mal im Nordosten, ist alles sauber. Oh, die haben die Flotte ver... Nee, doch nicht, aber trotzdem. Ganz schön geschädigt. Ich geh mal führen, hin, oben. Das wird wahrscheinlich nicht gut für Schweden enden. Das Problem ist, da stehen nochmal so ein 60.000er Stack. Oh, Russland gewinnt bei einem Krieg. Gegen die Euraten. Ja, schön. Die gibt's wahrscheinlich auch kaum noch. Aber hey, jetzt haben wir einen Anfang. Vielleicht kann man die doch noch irgendwann gebrauchen. Die müssen... Ja, das sind wahrscheinlich so Müllprovinzen. Ja. Weniger zurückerobert, als sie verloren haben bisher. Okay, ich hab Fühlen. Oh, jetzt wird die schwedische Flotte, glaube ich. Jetzt muss ich wieder warten, weil ich nicht mehr durchlaufen kann, weil die Flotten da kämpfen. Ja, aber guck mal, die schwedische Flotte wird gerade gewetzt. So. Friesland. Will ich das? Ja, ups. Nein, ich glaube, Friesland will ich nicht. Das ist wieder so Koalitionsding dann, oder? Das sieht ganz aus. Mal kurz gucken. Wobei dann schließt sich Polen an, ich weiß nicht. Okay, ich laufe dann mal rüber nach Skandinavien. Guck mal, ob da noch was steht.
Aber ich glaube, Friesland würde schon aufgehen. Bauern gekillt. Dan ist unglücklich. Oh, jetzt laufen alle Truppen rüber, ey. Das wird eine Schlacht jetzt. Hier mal. Oh, Regierungslinie hat sich die Rüstung erledigt. Ja, ich möchte jetzt nicht alle auf eine meiner Generäle, ist auch tot, sehr gut. Wie ist der denn gestorben? Friesland bietet mir einen Frieden an. Wer? Achso, Friesland. Ja, ich glaube, die will ich gar nicht, oder? Will ich die? Warte mal. Kann ich die annektieren? Weil ich bin ja nicht im Reich. Doch, ich könnte die jetzt annektieren, die Provinz. Ist doch auch schön. Kannst du die auch zu Kern machen? Ist das nicht ein bisschen weit weg? Ja, ist ja Küstenprovinz. Ja, aber trotzdem, wie das nicht unbegrenzt war. Haben ja. Die Geld? Oh, 45 Gold, ne? Ja, ich glaube, die will ich auch gar nicht. Das ist wieder Niederlande, dann hast du irgendwelche Events wahrscheinlich, bitte. Oder warte mal, wie viel schlimm ist denn das? Ach, zur Not, ich nehme sie auch, wenn sie. Wenn nicht, mach weisen Frieden. Hat Spanien Anspruch auf die? Nee. Spanien nicht Provinzen da oben. Die stehen mir nur im Weg. Oh, Island, gut. Du hast die bekommen, weil ich einen Separatfrieden gemacht habe. Mit Schott. Also ich kann keinen Separatfrieden machen. Du wirst nicht mal sehr viel Unruhe haben, weil die ist ja Kultur deutsch. Ja, es könnte irgendwann sein, dass. Wobei ich glaube, die Niederlande, das wird nichts mehr. Nee. Aber kommen nicht irgendwann diese. Ach nee, Befreiungskriege kamen ja noch gar nicht. Ah, Deutsche Orden hat sich eine Koalition gegen mich angeschlossen. Ich weiß nicht, haben sie das nicht auch irgendwie geändert mit irgendeinem DLC, dass da Sachen anders sind? Ja, das war ja damals schlimm, ey. Ja, du musst das immer ständig. Ja. Ständig darauf aufpassen, dass du da. Es war schon anstrengend. Nee, ich möchte nicht verteidigungslos werden. Du hast entweder permanent Punkte ausgegeben oder Rebellen ohne Ende bekommen. Oder ja, und dann waren es manchmal 50.000, 60.000er Stacks ständig und. Ja, unschaffbar teilweise. Ja. So, ich könnte meinen Stack mal hier. Oder ich weiß nicht, möchte ich den einzelnen Stack nach Novgorod schicken? Kann ich das? Ich gehe mal Risiko und schicke den mal nach Novgorod. Sind immerhin 30.000. Ach verdammt, das ist mein Spionagen jetzt entdeckt worden. Was soll denn das? Hat jemand besser bezahlt? Nicht lustig. Ich habe vergessen, österreichische Gefallen zu tauschen. Hol ich mir halt später das Geld. Das Problem ist auch, dass meine Truppen so weit wegstehen müssen, weil ich kann die nicht auf Dänemark stellen, das ist alles besetzt von irgendwelchen scheiß Bauern. Weil Dänemark da Dinge tut. Ich hab mal meine Flotte da reingestellt. Ja, aber die Bauernbelagerung möchte ich jetzt nicht. Dänemark mit Belagerung ist schon in Ordnung, finde ich. Schottisch-Kalifornien, so ein Name. Was? Schottisch-Kolumbien ist im Krieg dabei. Läuft. Brauchen wir mal ein bisschen guten Stoff. Ja. Man muss hier irgendwo hinfliehen nach seinem Völkerverbrechen. War das Kolumbien? Nee, war Argentinien. Ja. Und ich habe Argentinien.